Warum die Ausstellung? Weil Despiaux einer der wichtigsten französischen Bildhauer des 20. Jahrhunderts ist. Das Eigenartige ist, man hat ihn aber vergessen. Wenn Sie heute fragen, kennen Sie Despiaux, sogar bei den französischen Kollegen, da müssen die sagen, da war doch einer oder wer war das? Und wir wollen darauf hinweisen, dass dieser Künstler sehr wichtig war. Ja, das Besondere an dem Projekt ist an der einen Seite eine Kooperation mit dem Institut Français, das andere eine Kooperation mit der Universität Bremen. Wir haben für diese Geschichte einen Audioguide entwickelt, der genau die Leute dahin führen soll, was so besonders an diesem Werk ist. Denn wenn Sie hier in die Ausstellung reinkommen, sagen Leute erstmal, oh ja, Köpfe. Aber dann geht es darum, dass man weiterguckt und dann auf einmal in diesen Köpfen entdeckt, was dieser Bildhauer in diesem eigentlich relativ engen Rahmen für enorme Möglichkeiten als Künstler gefunden hat. Und der Bildhauer muss versuchen, sozusagen ein Bild zu schaffen, was nach vorne kommt, auf den Betrachter zu. Was macht er jetzt? An der einen Seite vergrößert er den Kopf, indem er die Ohren nach hinten schiebt. Und indem er die Ohren nach hinten schiebt, entsteht ein visueller Schub nach vorne. Das andere, was er macht, es ist ein betont irregulärer, asymmetrischer Kopf, der unterschiedlich von den Volumen her gestaltet ist. Und dann kommt bei diesem Kopf noch was sehr Bemerkenswertes, das sind die Augen. Die sind sehr ungleich und sie sind extrem groß, wodurch man echt dieses, als würde sozusagen die Figur wirklich auf einen zukommen. Das Haus steht dafür, dass wir auch unbequeme Haltungen mal zeigen. Despiaux ist lange Zeit negiert worden, so kann man das sagen. Also schauen Sie sich um in den Museen der Welt. Despiaux werden Sie nirgendwo in Ausstellung finden. Ich glaube, Despiaux war einfach ein wahnsinnig guter Beobachter. Und das ist das, was wir auch hier in der Ausstellung vermitteln wollen, dass man bei Despiaux was entdecken kann. Despiaux ist einer der vergessenen Bildhauer und vielleicht auch ein ungeliebter Bildhauer. Aber genau das ist ja ein Streitpunkt, den man für sich selber klären kann. Und das ist eines der Kernargumente für Despiaux, das Entdecken, die Variation.